auch das noch, aber das ist nun mal ein kleines Feature, das ist so it's not a bug, Feature für it's die wartenden Leute, dass sie dann so, was? Es geht hoch. Ach so, die dürfen ja noch mal ein paar Runden hoch. Ach Gott. Jetzt könnte man wirklich mal daneben stehen und mal fragen, ja, sind sie noch in der Lage, etwas zu essen? Ich beobachte die jetzt mal. Nein, die wollen noch mal eine Runde. Einer fand die schon ein bisschen zu extrem. Turm 1 sieht mir zu extrem aus. Ja, solche Leute gibt's auch, die empfinden diese Bahn als extrem. Sieht man hier, Intensität. Einfach nicht nach dem Aussehen beurteilen. Einfach mitfahren und nicht sagen, der sieht zu extrem aus. Ja, wie gesagt, die können das richtig gut erkennen. Die wissen schon automatisch, was das für eine Intensitätsrate hat. Und die ist ja hier bei 9 und dieser Besucher ist eine volle Lusche und will nur eine Intensitätsrate von inzwischen 2 und 7. Das heißt, ich glaube, diese Achterbahn daneben ist doch mehr was für ihn. Ja, 6. Das ist noch im angenehmen Bereich. Aber es stellen sich doch schon einige an. Das heißt, da gibt es einige Leute, die wollen schon Nervenkitzel haben. Das darf natürlich in so einem Freizeitpark auch unter gar keinen Umständen fehlen. So, gucken wir mal auf die Beliebtheitsskala. Die Toiletten sind weiterhin die beliebtesten Attraktionen überhaupt. Kein Scherz, die sind unter Attraktionen zusammengefasst, also sind das Attraktionen. Toiletten 3 war ganz toll, müsste da jetzt noch stehen. Das Geld für Toiletten 3 ist wirklich wert. Also Toilette 1 fand ich persönlich am besten, aber Toilette 2 und 3 waren auch klasse. Ja, ich würde einfach mal so sagen, ja, Toilette 1, da hat mir der Klang nicht so richtig gefallen. Da hätte noch ein bisschen mehr in den Höhen oder in den Tiefen mal gearbeitet werden können. Und ich glaube, ich tendiere doch zu Toilette 3. Ich glaube, das ist doch von den ganzen 3 Toiletten noch das Beste. Ja, an Toilette 2, da war der Wasserstrahl aus dem Waschbecken nicht hart genug. Also, das hat mir bei Toilette 1 deutlich besser gefallen. Ja, stimmt, stimmt. Da war ja was dran. Und, was gab's denn da noch so für einen Faktor? Das Toilettenpapier bei Toilette 3 war auch deutlich weicher als bei Toilette 2, also. Ah, stimmt, ja, das bei Toilette 1 hat mir ja überhaupt nicht gefallen. Das war ja 0,5-lagiges Toilettenpapier. Das ging ja überhaupt nicht. Das ist ja reinste Papierverschwendung. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass es sich dabei um Zeitungspapier handelt. Zeitungspapier ist doch nicht 0,5-lagig, oder? Wenn man die Seite in der Mitte teilt, also so längs dadurch, dann passt das schon. Ich meine, gut, ich habe noch keine Bild-Zeitung in einer Toilette gesehen, aber es wäre dafür ein sinnvoller Einsatzzweck. Definitiv, da kann ich dir nur zustimmen. Wobei es natürlich auch Leute gibt, die die Zeitung als Zweck entfremden auf der Toilette und anfangen zu lesen. Naja, die haben dann gleich Toilettenpapier in der Hand. Aber es ist dann doch schon Zeitverschwendung, die Toilette derart lange zu belegen, um erst die Zeitung durchzulesen. Ich finde es übrigens total gut, dass die noch einigermaßen ordentlich laufen können, nachdem sie die Turm 1 betreten haben. Ich könnte mir jetzt wirklich so einen richtig billigen Horrorfilm vorstellen, wo es nur um diesen Turm geht. Es war ein Turm mit einer Abschussgeschwindigkeit von 115 km/h. Doch eines Tages spielte die Maschine verrückt und stellte sich auf 116 km/h ein. Die Leute sind in Panik geraten. Werden sie es überleben? Also die einen Schirm dabei haben, werden es überleben. Alle anderen habe ich Zweifel daran, dass sie das überleben können. Also dann wirklich nur mit sehr viel Glück. Na gut, wir haben ja unten ja noch die Wetter-Tendenz. Es ist derzeit wolkig, aber es neigt zu Sonne. Und wir sind im Mai bei angenehmen 18 Grad. Oh, so eine Temperatur hätte ich jetzt echt gerne. Ich weiß ja gar nicht, in welchen Temperaturen wir uns in den nächsten Tagen schwärmen werden. Wie sieht's denn hierzulande aus?
Oh, superklasse. Wochenende 30 Grad. Ja, herzlichen Juhu. Glückwunsch. Na toll. Ich habe hier drin gerade 24,9, wie ich das erkennen kann. 25,5. Stimmt, Leute, das sollten wir doch definitiv auch mal wieder machen. Innenraumtemperaturen tweeten. Das ist viel spannender als, ja, als sich im Aber woher Spiegel zu willst du das fotografieren. wissen, dass. Aber woher willst du wissen, dass das spannender ist? Das haben wir noch nie gemacht. Stimmt ja. Also müssen wir uns diesen Trend ja unbedingt mal nachgehen. Ich finde es übrigens total toll, dass der Außensender sich gar nicht meldet. Da steht nur Außentemperatur Strich Strich Komma Strich Grad. Liegt außerhalb des Messbereichs. Weiß ja nicht, wofür das ausgelegt war, das Thermometer. Es ist eigentlich nur ein paar Meter neben mir und trotzdem wird es sich angezeigt. Über Na, die mal gucken. Außentemperatur kann ich nicht allzu viel sagen. Mein Wecker hat zufällig nur eine Innenraumtemperaturanzeige. Haben auch nur die meisten. So, wir kratzen an der 900-Besucher-Marke. Wir sind inzwischen im Mai, Jahr 2. Wir sollten besuchermäßig doch ein bisschen aufholen, denn ich weiß ja jetzt nicht nochmal, wie unser Ziel war. 1250 Besucher bis Ende Oktober, Jahr 3. Parkbewertung sieht ja Kann man soweit ganz gut eigentlich aus. nachschauen, was denn jetzt unsere ganz tolle Werbekampagne gebracht hatte, die wir irgendwann mal gestartet hatten? Also die ist vor kurzem zu Ende gegangen, allerdings hatte ich da jetzt bisher noch nicht so wirklich was gesehen. Ich weiß ja auch nicht, wo man hier eine Statistik aufrufen kann von den Besuchern, oder? Warte, ging das hier? Ach ja, hier. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir die gestartet haben. Ich glaube ungefähr hier. Ein bisschen hat's was gebracht. Ein bisschen. Man könnte natürlich noch eine Werbekampagne starten und das können wir doch mal mit einer bestimmten Attraktion machen. Ich würde einfach mal sagen, wir bewerben Turm 1. Kotzen Sie, was das Zeug hält. Für nur. Genau. Den ganzen Spaß gönnen wir uns mal für 2,50 Mark zum Sonderpreis. Reduziert von 5 Mark. Normale Marketingstrategie. Reduziere künstlich deinen Preis, wo es den vorher noch gar nicht gab. Am besten dazu noch irgendein Paket anbieten mit schönem, schmackhaftem Essen, das man vorher verzehren darf. Was Natürlich. ist denn da defekt? Die Mini-Eisenbahn 1 ist defekt. Mal wieder. Die Zuverlässigkeit dieses Gefährtes lässt zu wünschen übrig. Eine Sicherheitsabschaltung. Wer hat da wohl wieder das Knöpfchen gedrückt? Und Avast will unbedingt ein Update machen. Ich verstehe das nicht. Das ist doch auch eine stinklangweilige Bahn, obwohl die vom Streckenaufbau her spannender ist als diese Achterbahn. Und trotzdem ist das Ding beliebt. Das ist ja fast wie Minecraft. Total ausgelutscht, aber immer noch beliebt. Wir können übrigens auch andere Wagen einsetzen. Wir können nicht nur Sportwagen machen, sondern auch Rennwagen oder Lastwagen. Also Lastwagen wäre auf jeden Fall eine nennenswerte Attraktion für diesen Park. Ja, damit man halt bildlerisch sagen kann, es ist eine Last, damit zu fahren. Deshalb haben wir Lastwagen genommen. Genau das war der Hintergrundgedanke bei dieser Idee, bei dieser Kreation. Oh, die Performance hier. Ich weiß gar nicht, ob du das sehen kannst, ob das hier so performant ist. Wenn ich hier so rumwackle. Wenn du so rumwackelst, hat es die Qualität von einem YouTube-Video, in etwa Du meinst so, bei du meinst so, 144p. wenn, du meinst so, wenn ein Kiddie von Fernseher abfilmt? Ja, genau so. Und Ja, dann in meine Leute. 144p hochlädt. Ja, meine Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wir spielen heute Roller Coaster Tycoon. Ich glaube nicht, dass sie auf so eine Idee kommen, so ein Spiel zu spielen. Das ist viel zu vielfältig und viel zu kreativ gestaltet, dass das von solchen Leuten Let's Played werden würde. Na, zumindest nicht von den heutigen, auch wenn hier steht USK geeignet ab 6 Jahren. Den heutigen Kids würde ich das nicht mal anmuten, sowas zu spielen.
denn? Das ist ja eine Wirtschaftssimulation bzw. ein Aufbauspiel mit Finanzen. Und das kann durchaus komplex sein. Vor allem die Handhabung mit Finanzen scheint immer weiter... Ich sag mal, das ist, wird immer schwieriger, dass das richtig funktioniert bei solchen Leuten, die Handhabung mit den Finanzen. Das außerdem, wenn die sich dann dauernd iPhones ohne Vertrag kaufen. Aber hier ist die Performance richtig schön flüssig. Und hier auf einmal, ruckel. Es sei denn, wir könnten ja auch mal mit einem Klick, beziehungsweise einen gehaltenen Klick, auch die Menschen unsichtbar machen. Wow, 918 Besucher, wo sind die denn eigentlich? Warum fährt der Schwan da so alleine auf dem Wasser rum? Haben die jetzt Fernsteuerung? Das weiß ich gar nicht. Frag den Fahrer, der hier treten muss. Es müssen zwei treten, also das sind die Idioten. Wobei ich sagen muss, ich war einmal in der Woche mit dem Bus durch die Gegend, der an einer Grundschule hält, und wenn die alle einsteigen, haben die wirklich teilweise Smartphones in der Hand. Da hat man, als ich in der Grundschule war, nicht mal dran gedacht, dass es sowas geben würde. Wenn die da mit ihrem iPhone sitzen und dann irgendwelche illegal runtergeladenen Spiele spielen. Mhm. Weil sie dann natürlich nicht unbedingt im App Store ihr Geld lassen wollen. Natürlich. Ich finde vor allen Dingen interessant, dass die an sowas rankommen. Wie sind denn die dazu in der Lage, sowas zu machen? Oh! Was für eine Überraschung! Das ist defekt. Oh nein! Ich bin auch gerade leicht verwundert. Das ist so eigentlich sonst immer das Ding, was sonst sehr oft kaputt geht. Und die Zuverlässigkeit ist auf 69% abgestiegen, obwohl das das erste Mal defekt ist. Lass mich raten, dann ist die Zuverlässigkeit hier auf einmal wieder höher. Wo standen die da? 67%, das Ding ist schon viel öfter ausgefallen. Aber trotzdem, suspekt ist mir das, suspekt. Alter, die Achterbahn ist ja immer noch rappelvoll. Ich würde mir langsam überlegen, den Wartebereich mal zu erhöhen, denn ich glaube, wir haben schon lange Zeit nichts mehr gebaut. Ich weiß bloß nicht mehr, was man noch bauen könnte. Man könnte die Achterbahn ausbauen, aber sonst, Was sagen wir mal, ob die Besucherzahlen, stimmt das da unten 921, so wie ich das von hier aus erkennen kann? Ja, die ist korrekt. 921 und wir brauchen 1250. Wir kommen und der Zahl langsam näher. Wir bräuchten da bloß noch ein bisschen mehr attraktive Attraktionen. Ach, deshalb attraktive heißen die so. Attraktionen auch, ach, das noch. Deshalb heißen die so. Attraktive Attraktionen. Bloß das Blöde ist... Ach, die Werbekampagne für Turm 1 ist zu Ende. Das ist auch zwar eine blöde Tatsache, aber das Blöde ist... ich bin hier mit der Baufreiheit ein bisschen eingeschränkt. Besonders durch die ganzen Bäume hier. Ich weiß gar nicht, wie ich die alle auf einmal entfernen könnte. Wir könnten natürlich bei einer Papierfabrik anrufen. Die wird sich sicher darüber freuen, hier ein bisschen rumrollen zu dürfen. Die auf jeden Fall. Oder die schöne Tische oder Schränke machen können. Oder okay, wir rufen einfach mal bei IKEA an. Oder halbwegs ordentliche Oberflächen, nicht hier diese komischen Klavierlackoberflächen. Oder es wird das typische Regal Billy draus, garantiert. Ah, Billy. Ich muss ehrlich sagen, ich bin angestrebt, so einen Schrank zu holen. Ich bin angestrebt, diesen Schrank nicht zu holen, was daran liegt, dass ich momentan kein Bedürfnis nach einem Schrank habe. Na, ich schon. Ich muss ja irgendwie die ganzen Big-Box-Spiele unterbringen können. So, jetzt wird's interessant. Es regnet nämlich. So, die haben alle einen roten Schirm. Da ist einer mit einem blauen Schirm. Da noch einer mit einem blauen Schirm. Gelb. Ah, okay. Also die meisten haben sich schon einen roten Schirm geholt. Ich denke mal, der kommt von da hinten. Wo war denn der Informationsstand? Da. Die meisten haben sich schon einen roten Schirm geholt, aber ein paar haben schon einen blauen Schirm und weniger haben einen gelben.
Also wie ich das jetzt sehen könnte, der rote ist bisher der Renner. Und ich wusste es genau, in dem Moment werde ich angeschrieben und zwar von einem anderen Kerl als erwartet. Den kennst du nicht. Solche Dinge passieren, dass es Menschen gibt, die ich nicht kenne. Das ist nun mal leider so. Ja, trotzdem gibt es da immer solche Leute, die dann immer sagen, was, du kennst den nicht? Ich bring dich um. Ich fick deine Mutter. Das hatten wir doch gestern erst. Gestern? Das hatten wir auch gestern erst, dass du meine Mutter ficken wolltest. Heute schon wieder, was für eine Perversling bist du denn?